Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Forschungsbaum-Tutorial für War Thunder. Der ist ja ein bisschen unübersichtlich, muss ich ja zugeben. Beginnen wir mal bei den deutschen Panzern. Ihr könnt hier oben wählen, ob ihr Panzer oder Flugzeuge haben möchtet. Hier seht ihr die Tierstufe. Die Tierstufe hat nichts mit dem eigentlichen Kampfrang zu tun, aber dazu kommen wir gleich, also mit der eigentlichen Einstufung. Die ist einfach nur dafür da, damit ihr nicht gleich einmal durchforscht, sondern man muss, glaube ich, pro Tier 4 oder 6 Panzer, ich glaube 4 Panzer muss man erforscht haben pro Stufe, damit ihr in die nächste Stufe vorstoßen könnt. Das heißt, hier könntet ihr jetzt die 3 erforschen und müsstet dann zum Beispiel noch den Wirbelwind erforschen, damit ihr hier weitermachen könnt. Jo. Ihr seht, es gibt Tier 1 bis 5. Und ganz wichtig, jeder Panzer hat ein Battle Rating. Das steht hier als zweites Rang 1, Battle Rating 1.3. Der ja zum Beispiel 3,0. Der hat 4,7. Der hat 6,7 und der Jagdtiger hat 8,0. Danach werden eure Panzer eingestuft. Die drei höchsten Panzer mit dem höchsten Battle Rating werden genommen. Hier zum Beispiel 6,7, 5,7 und 6,0. Die Mitte wäre irgendwas um 6,2 oder sowas. Dann würde das als euer Battle Rating genommen werden. Nur die höchsten drei zählen. Das nur mal so nebenbei. Um einen Panzer erforschen zu können, müsst ihr einfach nur, wenn er hier so freigestellt ist, einfach hier raufklicken und dann auf Research. Dann ist dieser Panzer aktuell und ihr könnt mit jedem Panzer, je nachdem wie weit dieser Panzer von dem entfernt ist, allerdings weniger, Erfahrung einspielen. Das heißt, ich fahre jetzt mit den Deutschen, ohne dass der Wirbelwind dabei ist zum Beispiel. Und wenn ich mit diesem hier für den Erfahrung sammle, bekomme ich 110% plus 60% Research Point Bonus. Fahre ich mit dem hier, bekomme ich 110% plus 42% Research Bonus. Stelle ich das hier um, habe ich immer noch 110 plus 60. Und hier 110, und hier 100 plus 54. Aber wenn es der jeweilige Panzer ist, der vor diesem Panzer in der Reihe ist, bekommt er nochmal 30% extra. Das heißt, ich würde mit dem jetzt das, also 154% plus 30% bekommen. Jo, wir haben die ganzen Dinge auch meistens so aufgeteilt in Sturmgeschütze, beziehungsweise Panzerjäger, in Flugabwehrpanzer meine ich natürlich. In nochmal eine Reihe mit Panzerjägern, schwere Panzer, mittlere Panzer und Premium-Panzer. Die sind immer hier rechts und die sind immer so golden hinterlegt. Die man hat, sind etwas aufgehellt, quasi. Ist mit Flugzeugen dasselbe. Da kann man sich auch so durchforschen. Ich könnte ja hier theoretisch erforschen, aber Rank 4 ist locked, Rank 5 ist locked. You need to purchase 4 more vehicles of Rank 4. Das heißt, ich brauche bei Flugzeugen sogar 6 Stück. Also sind 6 Stück, ja. Hier haben wir dann auch noch die Premium-Flugzeuge, natürlich. Das geht dann natürlich genauso. Bei den Russen haben wir ja auch die Panzer und die Flugzeuge. Bei den Briten haben wir nur Flugzeuge. Bei den Japanern auch. Ja, und so könnt ihr das halt machen. Weiterer Teil davon wäre, nehmen wir den Tiger 2 als Beispiel, die Modification. Die zähle ich mal mit dazu. Hier könnt ihr erstmal euren Panzer sehen, den ihr habt. Hier könnt ihr ihn zum Backup-Vehikel machen, das heißt, ihr könnt ihn einmal respawnen, aber das ist aufbrauchbar. Dann ist ein Talisman, damit könnt ihr den einfach zum Premium-Panzer machen, indem er 100% mehr Erfahrung bekommt. Hier ist die Kanone, die ihr habt, hier könnt ihr euren Standard-Munitionstypen auswählen. Und hier sind die Dinge, die ihr schon erforscht habt: Turret Drive, Parts, Tracks, Feuerlöscher. Und hier ist, dass es gerade erforscht wird, das kann ich jetzt natürlich auch ändern und einfach hier auf Research klicken. Und jetzt wieder hier. Seht ihr dann auch den Fortschritt hier unten? Und ja, da bekommt ihr halt auch für jedes Gefecht, das ihr mit diesem Panzer allerdings, das ist der einzelne Panzer, fahrt dann einzelne Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ich den dürfte ich schon erforscht haben hier. Wobei, wir gucken mal hier, ob ich den schon voll habe. Noch nicht ganz, hier habe ich aber schon fast alles. Da gibt es sowas wie Artillery Support, dass ihr dann Artilleriefeuer rufen könnt und sowas. Ist alles ganz cool. Jo. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wie immer, wenn ihr so eine Skins haben möchtet, guckt mal auf den Links in der Videobeschreibung nach. Da findet ihr bestimmt auch einen, der euch gefällt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, wenn ihr noch Fragen habt, dann haut es in die Kommentare. Wenn ihr wegen Let's Plays gucken möchtet oder sowas über Warfare, dann guckt mal auf den Kanal vorbei, findet ihr bestimmt was. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.